75D, wirklich Benzinmotor, 8 Zylinder mit 180 PS. Hier nochmal der ganz normale Pass, 255B Allrad. Nachgewählt UAZ, gefolgt hier vom Verein die Schilder. Genau. Das war ein Flugabwehrsystem. Ja, Brückenpanzerwelt. Mit einem 6-Zylinder-Reihenmotor Diesel, gefolgt vom BLG Brückenlegegerät. Das ist das Aufklärungsfahrzeug BMW. Das ist ein ganz normaler BMW-1. BMW, also ein Schützenpanzer. Und hier ein FTLB. Hat übrigens den gleichen Motor drin wie der Krass, der da vorne gefahren ist. Ohne Turbo, 250 PS, genau der gleiche Motor wie im Pass. Hier ist ein SPD40P2, das heißt ein Schützenpanzerwagen in der Variante mit Turbo zur Verteidigung. Diese Fahrzeuge wurden zur Aufklärung benutzt. LO Robur mit abnehmbaren Koffern. Genau, den LAK1, der Sunny-Variante, die auch bei uns in der Handelsschule bereitet hat, etwas ungefähr aus der Hülle aussieht. Hier nochmal das 255 mit einer Ein-Variante des Koffers. Genau, ein kleines Wohnmobil für den Urlaub. Ich kann nochmal abseits der Straße geraten, kein Problem. Hier wiederum ein Krass 256, und zwar die Straßenvariante als Schwerlastzugmaschine. Auch hiermit wurden in der normalen Volkswirtschaft sehr schwere Anhänger gezogen, Plattenbauten und. Die Anhängerkupplung wurde damals für 100 Tonnen ausgelegt. Hier wiederum der normale Krass 255 BS Bridge. Genau, gefolgt von der Feuerwehr, ein Fahrzeug LS4000, der Vorgänger vom B50 sozusagen, noch in Werdau produziert, halt vollständig, das können die Produktionen B50, das steht eigentlich für Werdau, weil er dort konstruiert wurde, aber aus Produktionskapazitäten dann nach Ludwigsfelde verlegt wurde.